So, ihr merkt schon. Wir befinden uns wieder in einem Seminar der Rosa-Parks-Grundschule im Fach Musik. Also ein Seminar für die Kinder der Rosa-Parks-Grundschule. Und diesmal über Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven. Er wurde 1770 in Bonn geboren und er hatte, wie so viele andere Künstler auch, eine unglückliche Kindheit. Und der Grund war sein Vater. Wir kennen das ja auch schon von Mozart, der auch eine unglückliche Kindheit hatte. Beethoven auch, denn sein Vater hat viel zu viel Alkohol getrunken und vor allem wollte er mit seinem 11-jährigen Kind Geld verdienen. Und deswegen nahm er ihn mit 11 Jahren von der Schule. Seit er 11 ist, hat Beethoven nie wieder was in der Schule lernen können. Stattdessen hat er sein Kind zum Fürsten von Bonn gebracht und der gab Geld für eine Klavierausbildung. Nicht genug. 1786 zieht der kleine Beethoven nach Wien. Das ist die künstlerische Hauptstadt damals der ganzen Welt. Dort lebt Mozart, dort leben auch andere große Musiker. Und dort sollte auch der kleine Beethoven lernen, und zwar von Mozart, wie man komponiert. Hier gibt es sogar noch ein Bild vom kleinen Beethoven am Klavier und Mozart seinem Lehrer. Und mit 21 Jahren zieht Beethoven als junger Mann nach Wien und lebt fortan von der Musik. Der ist kein kleines Kind mehr, im Gegenteil, er ist jetzt ein Erwachsener und er übernimmt sogar die Vaterschaft vom kleinen Karl, das ist der Sohn von Beethovens verstorbenem Vater. Allerdings sagt man von Beethoven, dass er gar kein angenehmer Zeitgenosse war. Im Gegenteil, er war ein sehr grantiger, ein wütender Mensch und auch bestimmt kein guter Vater für den kleinen Karl. Beethoven war auch nie verheiratet selber. Es gibt viele Gerüchte über Beethovens Geliebte. Zum Beispiel kennt ihr ja den Song für Elise. Den hat er angeblich komponiert für eine unsterbliche Geliebte. Und diese Geliebte, das war wohl Elisabeth Röcker, eine Opernsängerin. Nun, Beethoven war oft verliebt, aber nie verheiratet. Und dann begann etwas Schreckliches. Mit 30 Jahren stellte er fest, dass er schwerer hören konnte als vorher. Ein Schicksalsschlag für Beethoven, den Komponisten, dass er nichts mehr hören konnte. Mit jedem Jahr wurde es immer schlimmer und er bekam sogar noch mehr schlimme Krankheiten. Genau wie sein Vater trank er zu viel, dadurch ist seine Leber hart geworden. Nun, man kann sagen, der Beethoven hat Zeit seines Lebens gelitten und weil ihm alles so schwer fiel mit seinen Krankheiten, wurde er immer zorniger und immer ungenießbarer für seine Umwelt. Irgendwann war er ganz taub. Dann konnte er gar nichts mehr hören. Er hat dafür den Ton des Schicksals komponiert, den wir anfangs schon gehört haben. Ein ganz berühmter Ton. Das ist der 5. Symphonie. Das ist die Musik für einen Mann,
der gerade das größte Unglück erlebt. Und zwar für einen Mann, der sein Geld mit Musik verdient, dass er sein Gehör verliert. Nichtsdestotrotz, Beethoven hat weitergearbeitet und er hat auch viel gearbeitet. Und schließlich, vollkommen taub, krank und alt, befand er sich auf dem Höhepunkt seines Ruhmes im Jahr 1824, als er seine berühmteste 9. Symphonie fertigstellte. Und dafür nutzte er ein Gedicht von Friedrich Schiller, dem berühmten Dichter, Ode an die Freude. Das alles wurde aufgeführt, als Beethoven schon nichts mehr hören konnte. Der Applaus war mächtig und tosend. Die Leute haben getobt. Aber er konnte den Applaus überhaupt gar nicht mehr hören. Und böse Stimmen sagen sogar, er hätte sich dann verbeugt, aber nicht zum Publikum, zur falschen Seite. Ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Es ist ja auch ein bisschen gemein, sowas zu sagen über einen tauben Menschen. Es kann auch nur, naja, mit einem Menschen, den so richtig keiner mochte, passieren, dem mürrischen Beethoven. Naja, ihr müsst das euch so vorstellen, er hat sich ziemlich gehen lassen. Morgens, so sagt man, hat Beethoven Kaffee mit 60 Bohnen getrunken. Und insgesamt ist er ständig umgezogen. Immer wenn ihm eine Kleinigkeit nicht mehr gepasst hat, ist er umgezogen. Seine Wohnung sah noch nie so toll aus. Man fand den Nachttopf ungeleert, das ist die Toilette, Essensreste überall. Naja, verdreckte Zimmer hinterließ er. Und zwar 68 Mal, denn 68 Mal, so sagt man, ist Beethoven umgezogen. Dann starb er 1827. Und man sagt, die letzten Worte des Komponisten Beethoven, die waren: Schade, schade, zu spät. Und was er damit meinte, das hat man auch überliefert. Und zwar hat er eine Weinlieferung erwartet, aber vorher ist er gestorben und da war er traurig, dass er diese Weinlieferung nun gar nicht mehr entgegennehmen konnte. Beethoven ist zu Lebzeiten schon ungeheuer berühmt gewesen. Nach seinem Tod nur umso mehr. Ihr seht ihn hinter mir sogar im Weltall. Das ist auch kein Witz, denn man hat seine berühmte 5. Symphonie 1977 im Weltall gespielt, an einer Raumsonde, damit Außerirdische, die vielleicht Kontakt mit uns aufnehmen wollen, diese Musik hören, um zu wissen, solche Musik haben die Menschen gemacht. So sind die Menschen gewesen. Beethoven im Weltall. Das ist natürlich wahrscheinlich von Amerikanern gemacht worden, dass man Beethoven ins Weltall sendet, um Kontakt mit Aliens zu bekommen. Sowas können nur Amerikaner fertig kriegen. Zumindest kann man im Weltall seine Musik hören, wenn man an dieser Raumsonde vorbeikommt. Nun, und für uns von der Rosa-Parks-Grundschule gibt es natürlich auch noch eine Möglichkeit, hier in diesem Seminar ein bisschen praktisch mitzuspielen. Beethoven. Und zwar habe ich euch dafür die Noten von Beethovens 7. Symphonie hinter mir hingeschrieben. Die 7. Symphonie. Schaut mal genau hin. Die Töne sind ganz einfach. Es gibt den Ton E, dann seht ihr ein G, schließlich ein H und ein A. Das ist alles. Und wenn wir jetzt dazu
noch ein Klavier runterladen. Da gibt es eine App. Und die heißt Piano 10, Piano 10. Die könnt ihr euch runterladen, die App. Piano 10. Dann könnt ihr auf eurem Computer Klavier spielen. Hört sich nicht schlecht an, ne? Das war jetzt das E, was ich gespielt habe. Jetzt kommt das G. Und das H. Und das A. Und wenn wir jetzt dazu die siebte Sinfonie von Beethoven hören, kann ich sogar mitspielen. Merkt ihr das? Ihr könnt sogar mal mitlesen, die Töne, und versuchen mitzuspielen mit eurer App. Jetzt wieder einsetzen. E. Wieder E. E. G. Und E. Und H. Und E. Auf A. Und E. Und auf A. Dazu braucht ihr die siebte Symphonie. Hinter mir die Töne, die ihr euch nochmal abschreiben könnt. Und die Piano 10 App. Und es geht ganz leicht. Viel Spaß damit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.